Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, es ist wieder soweit, das nächste Unboxing steht an und ihr wisst wahrscheinlich schon welches. Die Glossy Box ist gekommen. Bevor ich mit der Glossy Box anfange von diesem Monat, vergesst nicht, es sind noch zwei Gewinnspiele am Laufen. Einmal Xmas Vlog Teil 2, da könnt ihr das hier gewinnen. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Und einmal der Xmas Vlog Teil 4. Gibt es ein Lush-Paket und einen DM-Gutschein. Und wichtig, am Sonntag auf jeden Fall auch noch anschalten, denn da gibt es dann auch wieder was zu gewinnen in Xmas Vlog Teil 5. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und die Glossy Box habe ich auch wieder länger da. Aber wie gesagt, bin ich vor Weihnachten jetzt nicht dazugekommen, weil wir erstens in Dresden waren und auch sehr viel zu tun hatten. Ich musste auch noch arbeiten. Das habe ich einfach zeitlich nicht geschafft. Tut mir leid. Aber ich habe mir gedacht, ich bringe sie diese Woche auf jeden Fall noch online, weil es die Woche ist, in der Weihnachten ist. Und da passt es auf jeden Fall noch rein. Genau. Und zwar haben wir dieses Mal die Mary Poppins Edition. Also die Box ist schon mal mega schön. Also ich habe sie schon in der Vorschau von letzten Monat gesehen. Die ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Also wenn ihr euch das anguckt, mega, mega schön. Hier haben wir noch sehr viele Gutscheine dieses Mal. Gratis probiert, mal wieder mein Müsli. Dann probier mich 2x30% auf die HelloFresh Boxen. Dann einmal von Sean and Len ein Gutschein, denke ich mal. 50% Rabatt, genau. Vielleicht wird von Sean and Len was drin sein. Und von A Bloom On ein Gutschein, denke ich mal. Kann man Blumen bestellen, denke ich. Ist nicht meins, weil ich hab's nicht so mit Blumen. Die gehen bei mir immer ein. Aber jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Box in Mary Poppins Edition. Ich will Mary Poppins natürlich auch angucken, aber erst wenn es rauskommt als DVD. So, ich mache sie auf und so sieht sie von innen aus, also immer noch in diesem Rot und Blau gehalten. Sehr, sehr schön. Und dann legen wir erst die Box auf die Seite, denn wir gucken natürlich erst in das Heftchen rein, was es alles zu haben gibt. Wir haben einmal von Essie Ressort Fling beziehungsweise Gel Coacher Top Coat. Okay, also ein Essie-Nagellack kann drin sein oder eben ein Top Coat. Diese hier ist auf der ersten Seite, es war ja bis jetzt immer so, dass auf der ersten Seite das, was drauf war, meistens drin war. Essie-Nagellack ist nicht schlecht, wenn es nicht gerade wieder eine Farbe ist, die ich nicht so brauchen kann. Aber diese Farbe jetzt, die Lachsfarbe hier, die wird mir schon gefallen. Diese gibt es einmal. Dann gibt es einmal von Batiste, Hair Benefit Anti-Frizz Spray, dann einmal Damage Control, Volumen Spray und ein Hydration Spray. Da wäre das Anti-Frizz für mich sehr cool oder dieses Damage Control. Anti-Frizz, weil ich habe, also jetzt sind sie geglättet, aber die stehen immer ein bisschen weg. Damage, meine Haare, wie gesagt, sind nicht gerade die gesündesten. Volumen bräuchte ich jetzt nicht, Volumen habe ich genug und Hydrate, ja, das würde ich auch hernehmen. Das könnte einmal drin sein. Dann von Sean und Len, ich hatte recht, könnte sehr viel drin sein. Und zwar könnte einmal drin sein Body Lotion Entspannend Vanilla Chai. Anregend Green Tea and Lime Body Lotion kann drin sein. Dann Duschgel kann einmal taufrisch drin sein. Handcreme kann drin sein. Ich glaube, die hat jetzt nicht eine besondere. Ich glaube, die hat keinen besonderen Inhalt. Steht bloß Handcreme da. Tagescreme Karma-Punkt kann drin sein. Oder die Nachtcreme Chill Out. Dann kann noch drin sein Hydrogel Stay Fresh. Also ein Hydrogel, das hört sich, das würde mich interessieren. Eine Augencreme Frische Gurke. Die würde mich interessieren. Eine Gesichtsmaske Strahlen schön oder Gesichtsmaske Klarheit. Genau, und da ist noch ein Gutschein, also 20% für Glossies. Bis zum 2.1. ist das gültig. Ich habe von Sean und Len jetzt gerade ein Duschschaum da, von dem bin ich nicht so begeistert, da gefällt mir der Duft nicht so. Ist halt Naturkosmetik. Naturkosmetik ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, mich würde interessieren, die Augencreme oder, ach, ein Reinigungsschaum Make-up kann auch Make-up, also mit Obi, kann auch noch drin sein. Oder das Hydrogel. Die würde mich interessieren. Ansonsten, naja, nicht so. So, dann könnte drin sein von Rituals Cosmetics The Ritual of Yalda Duschschaum. Der sieht sehr interessant aus.
ist anscheinend neuer, also ich kenne den jedenfalls noch nicht. Wenn eine einzigartige Duschschaumtechnologie auf Wassermelone und Granatapfel trifft. Es hört sich sehr gut an. Das würde ich sehr gerne drin haben. Oder es gibt auch The Rituals Cosmetic, The Ritual of Yalda Bodykugeln. Also an sich finde ich Bodykugeln toll, aber Bade halt nicht. Also die wird mein Mann bekommen. Dann haben wir drin von Triffle Cosmetics Lip and Cheek Jam. Also sowas denke ich wie dieses von Benefit. Die haben doch auch so, was man für die Lippen und für die Wangen hernehmen kann. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Würde mich auch interessieren. Das sieht so hier aus. So ein kleines Fläschchen mit Pipette. Dann von Uma Cosmetics Contouring Palette. Wäre jetzt auch nicht böse drum, aber würde ich mir jetzt nicht reinwünschen, weil ich hätte eigentlich genug. Dann haben wir Alverde Naturkosmetik Kajal Eyeliner in Grau 02. Okay, den bräuchte ich jetzt nicht. Grau verwende ich jetzt nicht. Chiara Ambra Hydrogel Augenmaske in weißem Spitzendesign mit Goldschimmer-Effekt. Die würde ich gerne ausprobieren. Die hört sich sehr, sehr schön an. Sehr, sehr gut. Dann haben wir einmal drin von Revlon Super Lustrous Lipstick Nude Attitude Cherries in the Snow Pink Out Wild Orchid. Ja, Lippenstift geht immer, aber bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Eigentlich habe ich genug. Dann von Neutrogena die Hydro Boost Hydrogel Maske. Die würde mich jetzt schon interessieren. Das ist diese blaue hier unten. Dann könnte einmal drin sein Dove Pflegeversprechen Body Lotion Limited Edition Winterpflege. Und ich liebe Dove Winterpflege. Die letzte, die ich drin hatte von Dove, die war mega gut. Eigentlich hätte ich genug, aber da würde ich jetzt auch nicht böse sein, wenn die drin ist. Dann haben wir von Meech in Mir einen Eyeshadow Chubby Stick in Gold, denke ich, soll das sein. In der Farbe 054. Ja, sieht auf jeden Fall gold aus. Der würde mich sehr, sehr interessieren. So, dann kann noch drin sein von Nutraskin Vitamin C Serum. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Oder eine Augencreme. Ja, Augencreme habe ich nicht so viel, wäre jetzt nicht schlimm. Von Nuvega Lash. Ist das jetzt auch von Nutraskin? Nein, Nuvega Lash kann drin sein. Okay. Wimpernbooster. Ein Wimpernbooster ist das. Ich glaube, von Nuvega hatte ich auch dieses Wimpernserum mal drin. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Augenpartie reinigen einmal täglich die Flüssigkeit entlang der oberen Wimpern wie einen Eyeliner. Nein, das ist das Gleiche. Bräuchte ich jetzt nicht. Das hatte ich schon drin. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Aber ich habe es noch drüben stehen. Okay, es ist jetzt bald leer, aber ich würde es mir jetzt nicht reinwünschen, weil ich will ja neue Sachen ausprobieren. Dann haben wir von Sabon Dead Sea 3-in-1 Facial Matte Scrub Mask. Die würde mich interessieren. Die sieht vom Packaging her auch sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir noch drin von B. Bruyere Nail Polish Shell Pearly Beige. Da gefällt mir die Farbe nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Oder von Kaleido Cosmetics Astrolight. Ich denke, das ist ein Highlighter. Ja, der würde mich sehr interessieren wieder. Ich liebe Highlighter. Highlighter geht immer. So, und das war's wieder. Gucken wir, was in der nächsten Box drin ist. Strong and Beautiful. Eine schöne Seele braucht eine starke Hülle. Und genau darum kümmern wir uns neben erfrischendem Neujahrslook im Januar. Einen vitalen, starken Body-Tanke mit unseren Fitness-Pflege- und Beauty-Tipps sowie den passenden Produkten pure Energie und Motivation für das neue Jahr. Setze deine Vorsätze in die Tat um und starte erholt und gesund und voller neuer Beauty-Ideen in dein erfolgreiches 2019. Hört sich gut an. Wird wahrscheinlich irgendwas mit Fitness sein, irgendwas mit Pflege, denke ich auf jeden Fall. So, gucken wir, was ich drin haben will. Also, weil es das erste ist, werde ich es mir reinwünschen, sonst würde ich es nicht tun. Diesen Essie-Nagellack in dieser Lachsfarbe. Den Topcoat bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Dann ein Trockenshampoo wäre auf jeden Fall auch cool, kann man immer brauchen. Das wäre mein zweites Produkt. Von Sean & Len. Ja, da entweder wirklich das Hydrogel, diese Augencreme oder eben diesen Reinigungsschaum. Das wäre mir jetzt wurscht. Eins von dreien auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich mir das Rituals reinwünschen, diesen Duschschaum. Den würde mich sehr, sehr interessieren. Dann würde ich mir auf jeden Fall dieses Triffle Cosmetics, dieses Lip and Cheek Oil noch reinwünschen. Und das war's dann schon wieder. Also einmal diesen Essie Nagellack, dann ein Batiste Trockenshampoo, dann einmal dieses Triffle Cosmetic Lip and Cheek Oil, von Shaw & Len eins von diesen drei Sachen und von Rituals der Duschschaum. Dann gucken wir mal, was davon drin ist. So, ich hole es wieder raus, ohne reinzugucken. Sie ist auf jeden Fall sehr schwer, also ich denke, dass ein großes Produkt drin sein wird. Ich hoffe mal, dass das Rituals ist. Erste, das ich habe, fühlt sich eher noch davon. Ja.
Das ist, ich weiß nicht warum, aber meine Kamera bricht ständig ab. Ich weiß jetzt nicht, was schon aufgenommen wurde. Ich mache es jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Es sind auf jeden Fall vier Sachen drin, die ich mir gewünscht habe. Aber es sind insgesamt 8 Produkte drin in dieser Box. 8 Produkte, wo normalerweise immer so 5 und ein Goodie dabei ist. Ja, und dieses Mal sind es 6 Produkte und 2 Goodies. Mega cool. Also habe ich mir einmal reingewünscht, dieses Batiste Hydrate Spray. Mir wäre das Anti-Frizz oder Damage lieber gewesen, aber das werde ich auch sehr gerne verwenden. Das habe ich mir reingewünscht, das Rituals, Ritual of Yalda Duschschaum, zwar in klein, aber mega cool. Dann habe ich mir reingewünscht von Essie diesen Nagellack in dieser Lachsfarbe, die Nummer 318 Resort Flying. Ist zwar eine kleine Größe, aber cool. Dann habe ich mir reingewünscht diese wunderschöne kleine Fläschchen von Trifle Cosmetics, dieses Lip and Cheek Oil in Rot. Mega cool. Dann war noch drin von Dove diese Winterpflege mit einem sehr schönen, frischen, aber gemütlichen Duft. Habe ich mir jetzt nicht reingewünscht, habe ich aber gesagt, werde ich super gerne verwenden, wenn es drin ist. Dann hatten wir von Shaw & Lan drin, da hätte ich lieber drin gehabt eine Augencreme oder eben dieses Hydrogel oder dieses Make-up-Entferner-Schaum. Aber ich hatte drin eine Nachtcreme für alle Hauttypen. Chill Out mit Hyaluron und Avocadoöl lässt die Haut atmen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, werde ich auch verwenden. Dann hatten wir als Goodie drin einmal von Luvos eine Heilerdemaske, Reinigungsmaske mit Hamamelis für schöne und gesunde Haut. Einmal von Wahre Schätze, also Garnier Wahre Schätze, diese Haarkur. Finde ich mega cool. Und dann das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht, ist eben dieses Nubega Lash, weil ich das schon habe. Und ja, finde ich nicht gut, wenn immer was drin ist, was ich schon hatte, weil ich will ja neue Sachen ausprobieren. Wenn es jetzt drin ist und ich es mir so gekauft habe, ist es was anderes. Aber ich hatte es ja schon in der Glossy Box und deswegen finde ich es doof. Dann gucken wir, was die Sachen gekostet haben. Also, wir hatten einmal drin den Essie-Nagellack. Der kostet 13,5 ml 7,95. Ich denke, dass das die Hälfte ist, weil das ist ja die Originalgröße. Dann haben wir als nächstes drin dieses Batiste-Shampoo in klein. 200 ml würden 4,49 kosten und hier hatten wir drin, ich denke 50. Ja, 50 ml. Also ein Viertel davon. Dann hatten wir drin von Shaw & Lan die Nachtcreme. Die kostet 7,98 für 50 ml. Da sind 50 drin, denke ich. Ja, 50 ml. Kostet 7,98. Also auch nicht die billigste. Dann haben wir von Rituals diesen Duschschaum. Da würden 200 ml 8,50 kosten. Und hier hatten wir drin, ich denke auch wieder 50 ml. Genau. Also die kostet auch ein Viertel ungefähr. Um die 2 Euro. Dann haben wir dieses Trifle Cosmetics Produkt Lip and Cheek Jam. Das kostet 13,06 ml. Da sind 6 ml drin. Also ist, denke ich, das teuerste Produkt. Dann hatte ich drin von Dove diese Winterpflege. Die kostet 2,99. Und dann als letztes noch von Nuvega dieses Produkt. Oh, das ist echt teuer. Ist das Originalprodukt? 1 ml. Da kostet 1 ml 35,95. Naja, also so gut fand ich das jetzt auch nicht, dass ich den Preis zahlen würde. Wirklich nicht. Aber ja, ist ein teures Produkt, freue ich mich auf jeden Fall. Also haben wir in dieser Box ungefähr wieder einen Wert von 70 Euro. Zu Weihnachten finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde die Fülle an Produkte cool. Es sind zwar überwiegend kleine Produkte bzw. Probiergrößen, aber finde ich trotzdem mega cool. Kann man auf jeden Fall mehr ausprobieren. Ob ich jetzt viel von einem Produkt habe oder viele kleine. Ich finde es cool, weil dann kann man unterschiedliche Sachen ausprobieren. Auf jeden Fall mega cool. Am besten freue ich mich auf jeden Fall über das Trifle Cosmetics. Werde ich super gerne verwenden. War an sich nicht schlecht. Das Einzige, wo ich enttäuscht bin, ist wie gesagt dieses von Nuvega. Ich hätte mir was anderes reingewünscht. Lieber was Billigeres, aber dafür was, was ich noch nicht habe. Finde ich nicht gut von Glossy Box. Aber das hatten wir jetzt ja schon öfters. Das war's dann wieder mit dem Video. Ich war von der Box begeistert. Ich muss aber sagen, mir hat die My Little Box dieses Mal besser gefallen. Muss ich leider zugeben. Auch wenn es die Mary Poppins Edition ist, mir hat einfach die My Little Box besser gefallen. Vom Design her. Es hat einen guten Hintergrund gehabt, hat ein Herz für Kinder geholfen und ja, fand ich einfach besser. Aber an sich ist die Box, Glossy Box dieses Mal auch nicht schlecht gewesen. Kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Vergesst bitte nicht, es laufen noch 2 Gewinnspiele und ein drittes kommt auf jeden Fall noch dazu am Sonntag. Lohnt sich auf jeden Fall teilzunehmen und
Dann hoffe ich einfach, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Daumen nach oben. Lasst einen lieben Kommentar da, freue ich mich auf jeden Fall auch sehr darüber. Vielleicht habt ihr auch die Glossy Box und könnt mir sagen, was ihr drin hattet und wie sie euch gefallen hat. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, entweder hier unten auf dem Button oder am Schluss an der Seite hier ist irgendwo mein Gesicht. Ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Zurzeit ist es ein bisschen schwierig gewesen, aber jetzt werde ich wieder regelmäßig alles beantworten. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Hoffentlich übermorgen am Sonntag, weil dann wird es das nächste Gewinnspiel geben. Und den letzten Xmas-Vlog, weil Weihnachten ist ja jetzt wieder vorbei dann. Ja, auf jeden Fall noch einen schönen Freitag, weil es kommt am Freitag online. Oder einen schönen anderen Tag, wenn ihr es später seht. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!